Ich gebe weiters bekannt, dass der Herr Abgeordnete Rainer Wimmer entschuldigt ist. Hinsichtlich der eingelangten Verhandlungsgegenstände und deren Zuweisungen verweise ich gemäß § 23 Absatz 4 der Geschäftsordnung auf die im Sitzungssaal verteilte Mitteilung. Der Freiheitliche Parlamentsclub hat gemäß § 93 Absatz 2 der Geschäftsordnung das Verlangen gestellt, die vor Eingang in die Tagesordnung eingebrachte schriftliche Anfrage 5067J der Abgeordneten Strache, Kolleginnen und Kollegen an die Bundesministerin für Inneres betreffend Asylchaos und kein Ende in Sicht, Welcome to Austria, dringlich zu behandeln. Gemäß der Geschäftsordnung wird die dringliche Anfrage um 15 Uhr behandelt werden. Es ist vorgeschlagen, die Debatte über die... Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir beenden nun die Live-Übertragung aus dem Parlament auf ORF 2. Auf ORF 3 können Sie wie immer den gesamten Parlamentstag weiter mitverfolgen. Ich darf mich bei Ihnen recht herzlich bedanken und wünsche noch einen angenehmen Tag. Jeweils zusammenzufassen, wird dagegen ein Einwand erhoben. Das ist nicht der Fall. Damit gehen wir in die Tagesordnung ein. Zwischen den Mitgliedern der Präsidialkonferenz wurde Konsens über die Dauer der Debatten erzielt. Demgemäß wurde eine Tagesblockzeit von 8 Wiener Stunden vereinbart, sodass sich folgende Redezeiten ergeben. SPÖ und ÖVP je 108, FPÖ 100, Grüne 84 sowie Stronach und Neos je 44 Minuten. Wir kommen sogleich zur Abstimmung über die eben dargestellten Redezeiten und ich bitte jene Damen und Herren, die diesem Vorschlag zustimmen, um ein diesbezügliches Zeichen. Das ist einstimmig so angenommen. Damit gelangen wir zum ersten Punkt der Tagesordnung, Bericht des Umweltausschusses über den Antrag 1123 AE der Abgeordneten. Ich begrüße nun die Zuseherinnen und Zuseher, die sich jetzt von ORF 2 auf ORF 3 zugeschaltet haben. Wir berichten seit 9.05 Uhr live vom heutigen Plenartag des Nationalrats und kommen nun zum ersten Punkt der Tagesordnung. Dies ist ein Antrag der Koalitionsfraktionen betreffend die Bekräftigung der österreichischen Anti-Atom-Politik anlässlich der Tschernobyl- und Fukushima-Jahrestage. Dieser Entschließungsantrag verlangt von der Regierung, sich weiterhin der Anti-Atom-Politik zu verschreiben. Auf internationaler Ebene sollen etwa nach wie vor bestehende Bevorzugungen der Kernenergie aufgezeigt werden. Zudem soll sich die Regierung dafür einsetzen, dass im Rahmen des Europäischen Fonds für strategische Investitionen keine Nuklearprojekte finanziert werden. Auch sollen alle rechtlich und politisch möglichen Schritte gegen den Ausbau bzw. den Neubau eines Reaktorblocks im AKW Temelin und im AKW Dukovany gesetzt werden.